Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Lateier. Ich bin vom Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen und habe die ehrenvolle Aufgabe, uns hier durch das Thema Ernährung und seelische Gesundheit zu begleiten. Dazu auch eine einfache Frage. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über deine Ernährung? Kommst du auch nicht weiter? Glaub mir, ich war auch schon mal in dieser Situation. Aber keine Sorge, mach dir die Sorge nicht, denn du bist auf dem Weg. Ob du Neuling bist oder schon einige Erfahrungen gesammelt hast, du bist herzlich eingeladen, an dem Videobeitrag teilzunehmen. In diesem Teil sprechen wir über Mikronährstoffe zur Optimierung unseres Wohlbefindens. Kann man seelisches Befinden durch die Nahrungsauswahl beeinflussen? Wozu sind Aminosäuren gut? Welche Nährstoffe können helfen, beispielsweise bei Stimmungsschwankungen oder Neurosen? In welchen Lebensmitteln sind die Nährstoffe vorhanden? Nun, der Körper ist ein komplexes Wesen. So sind lebensnotwendige Kreisläufe vorhanden und ein Mangel auch nur von einem Nährstoff kann Ursache einer durchaus schweren Erkrankung sein. Daher auch der Hinweis, dass bei vorhandenen Beschwerden eine spezielle Blutuntersuchung beim Hausarzt vorgenommen werden sollte, um abzuklären, ob ein Vitamin-, Aminosäure- oder Mineralstoffmangel vorliegt. Mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen wird das Ziel dieses Livestreams sein, mit bewusster Ernährung gesund zu werden und die Gesundheit zu erhalten. Wenn du deine Ernährung verbessern möchtest, Fragen dazu hast oder von deinen eigenen Erfahrungen berichten möchtest, bist du herzlich eingeladen, an dem Livestream teilzunehmen. Auch an dieser Stelle danke an Felix Henneberg für die Projektorganisation. Wir sehen uns.